Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast lauter Leute, die ich auf der Konferenz Subscribe 8, einer Podcast-Konferenz in München, kennengelernt habe und einfach mal jetzt vom Flur geklaut habe. Die Keynote müssen sich dann im Video angucken. Stellt euch doch mal vor, wir fangen links an. Ja, hallo, ich bin der Bernd Rupp und ich komme vom Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie. Cool. Und du podcastest noch nicht? Noch nicht, nee, nicht offiziell. Nicht offiziell. Hallo, ich bin der Florian Simon. Ich komme aus Wien und bin jetzt zum zweiten Mal schon auf einer Subscribe und bin recht froh darüber, dass nun auch eine in der Nähe von Wien stattfindet, weil ich glaube, dass hiermit auch mehr die südliche deutschsprachige Gesellschaft irgendwie angesprochen werden kann. Wo waren die hier bisher, die Konferenzen? Die waren bisher in Berlin. Ah ja. Hallo, ich bin der Stefan, bin bei zwei Podcasts dabei, Out of Code und Biertaucher. Habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob ich was Sinnvolles zum Thema Wikis sagen kann. Und ich habe mal MediaWiki im Firmeneinsatz verwendet und kann darüber was erzählen. Das ist ja krass. Hi, ich bin Jana und ich sketchnote gerade mit und hoffe, ich kriege das geregelt, gleichzeitig das zu sketchnoten und mit eng zum Reden. Wie? Oh je, jetzt fängt es wieder an. Und nee, ich bin aus Niederbayern, wie man mit Dialekt unschwer erkennen kann. Ja, klingt aber sehr entzückend. Ich verstehe nicht alles, aber es ist großartig, was du sagst. Ja, ich bin Sebastian Weyroth. Ich habe den Podcast Wiki Stammtisch. Ich bin Wikipedianer seit 2013 und wollte gerne einen Podcast über Wikipedia mehr anhören. Und es gab keinen und deswegen habe ich einfach einen gemacht. So, also ich wikipediere jetzt schon ewig. Und großes Problem ist immer, Neulinge ranzukriegen. Großes Problem ist, dass der Hype weg ist, Wikis einzusetzen, so in Firmen. Ach, so. Dafür hast du uns aufgeklaubt. Nee, nicht unbedingt. Sondern ich will mal so, Leute von der Straße fragen, was sie von Wikipedia halten oder was, wie das in ihrem Leben eine Rolle spielt. Ich meine, als User ist es großartig. Ich lerne sehr viel davon, von Gebieten, wo ich nicht Experte bin. Da profitiere ich unheimlich viel von der Wikipedia. Also ich bin Konsument sehr intensiv. Ich habe auch mal versucht, gewisse Artikel zu editieren, bin aber eigentlich dann immer sehr schnell wieder überstimmt worden und auf die Art und Weise abgeschreckt worden, mich in das Thema dann tiefer hineinzulassen. Du auch? Ich habe schon seit vielen Jahren einen Account und ich gebe zu, dass ich großteils irgendwie kleine Rechtschreibfehler oder Grammatikoptimierungen durchführe, aber jetzt nicht großartig Seiten umstrukturiere oder viel mehr zu Seiten irgendwie beitrage. Du klangst so ein bisschen defensiv. Also meine Haltung ist nicht, dass alle unbedingt Wikipedia-Autoren werden müssen. Also mich würde auch freuen, wenn Leute sagen, ja, ich benutze das und das ist großartig. Ich weiß nicht vorher, warum sich Leute immer entschuldigen, dass sie noch nicht in der Wikipedia editieren. Es reicht ja auch einfach, Geld zu spenden. Naja, nachdem die vergangenen Subscribe-Veranstaltungen in den Räumlichkeiten von Wikimedia stattgefunden haben, ist es natürlich ein weiterer Grund, irgendwie das Projekt zu unterstützen, sei es finanziell oder durch irgendwie einen aktiven Beitrag zur Community beizutragen, finde ich. Was ist dein Bezug zu Wikipedia? Ja, ich lese natürlich, ich glaube, jeder liest sehr viel in der Wikipedia, das ist das Erste, was man halt findet, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass ich einen Beitrag dafür schreiben kann oder irgendwas editiere, einfach aus dem Grund, weil man denkt, da gibt es bestimmt Leute, die das besser können oder sich mehr dafür einsetzen oder so und das ist nicht so richtig wert, dass ich damit... Dich haben wir noch nicht gefragt. Achso, wir benutzen eigene Wikis. Also das ist, ich finde das Geniale, einfach das System-Wiki an sich. Also das, weil man sehr schnell auch selber was aufbauen kann für sich selber. Bei der Wikipedia jetzt selber, da benutze ich es natürlich auch als Nachschlagewerk. Also das ist natürlich das Geniale. Es hat jedes Lexikon praktisch obsolet gemacht, weil man, also fast jedes dann, man kann halt zumindest so allgemeinbildende Sachen kann man ganz schnell nachschlagen. Wenn es jetzt ins Spezielle geht, haben wir auch öfters mal diese Relevanzfrage dann da. Aber das ist dadurch, dass ich mich mehr in der englischen Version der, also gerade wenn es ums Fachliche geht, in der Wikipedia rumschlage, hat
da ist die Diskussion gefühlt jedenfalls von meiner Seite aus nicht so gravierend, wie sie jetzt, glaube ich, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen geführt wird. Da habe ich eigentlich so das Gefühl, ist es doch deutlich entspannter. Und dann stehen da auch mal kleine Artikel oder Schnipsel von irgendwelchen Fachwörtern deutlich länger, einfach mal nur so da, auch unkommentiert da. Und da wird nicht sofort dann ein Löschantrag, sondern da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Beziehungsweise, was ich da sehr interessant finde, man macht damit manchmal auch so eine, gerade im wissenschaftlichen Bereich, eine wissenschaftliche Diskussion auf. Also da stellt einfach einer mal nur so einen kleinen Schnipsel hin und einen kleinen Abschnitt zu so einem Fachgebiet zum Beispiel und lässt es dabei. Der macht nicht einen mehrseitigen Essay oder sowas, wo dann gleich alles tiefgründig beleuchtet ist, sondern er stellt es einfach mal auf die Wikipedia da auf die Seite und auf einmal finden sich da noch mehr Leute, die er vorher noch gar nicht kannte, die dann da auch was dazu beitragen. Und das finde ich auch eine Herangehensweise und ganz interessant. Und die wird hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wird es ganz anders aufgenommen, habe ich so das Gefühl. Aber da bist du ja eher dann eine Frage. Du bist gerade so zusammengezuckt, als es hieß, es steht ja schon, es hat alle Enzyklopädien obsolet gemacht. Ja, alle Universallexika, würde ich sagen, hat es auch obsolet gemacht. Mich gerade so erinnert, als kleiner Junge hatten wir zu Hause den fünfbändigen Brockhaus. Wenn ich mich erinnere, aus Jahr 1956. Also bin zwar alt, aber so alt auch wieder noch nicht. Also das war so ein uralt Schmöker. Ich bin meinen Vater immer angegangen, wir brauchen einen neuen Brockhaus. Und der hat halt richtig viel Geld damals gekostet. Und was ich ihm rausschlagen konnte, das weiß ich noch, war Meyers Taschenlexikon in 24 Bänden. Das war so ein Meter ungefähr Taschenbücher, was auch praktischer war zum Umblättern. Also die konnte man sich auch locker rausnehmen und drin lesen, was bei dem Brockhaus nicht wirklich gegangen ist, weil da war so richtig, das waren so schwere Wälzer, das war unbequem zu lesen. Also der Meyer war für mich so der erste Zugang, dann da schön lesen zu können. Und den habe ich auch echt dann noch lange stehen gehabt zu Hause. Habe zuerst auch noch viel nachgeschaut und dann kam halt wirklich Wikipedia für mich. Also Enzyklopädie Britannica zum Beispiel, da bin ich nie angefixt worden, aber Wikipedia, da bin ich dann so richtig reingekippt, was Lesen angeht. Und dann wurde der Meyer auch obsolet und wanderte in die lokale Stadtbibliothek. Seit wann gibt's denn Wikipedia eigentlich? Seit 2001 oder 2001 ist die englische aufgesetzt worden. Im selben Jahr kam dann die deutsche und noch zwei andere Sprachen hinzu. Ja. Kann mich auch so erinnern an die Diskussionen am Anfang. Das kann nicht funktionieren. Das kann nichts werden. Es gibt auch keine Theorie, die das gut erklärt, warum das funktioniert. Wobei es ja mittlerweile, das muss man schon sagen, es gibt mittlerweile einige Projekte, die in dieser Dimension unterwegs sind, finde ich. Die was meinst du jetzt? Der Linux-Kernel. OpenStreetMap. Ach sowas. Also so Kollaborationen von Dingen, wo Leute freiwillig zusammengearbeitet haben, zumindest am Anfang des Projekts. Bei Linux ist es mittlerweile bei weitem nicht mehr so. Also das ist jetzt eigentlich ein Projekt, wo sehr viele, sehr große Firmen sehr viel Geld investieren. Aber bei OpenStreetMap ist es auch noch sehr freiwillig getragen halt. Ich weiß noch, wie ein vom Bertelsmann-Lexikon ein Verkäufer bei meiner Mutter auf dem Sofa saß, dann so ein Band aufschlug und bedeutungsschwer an einer Seite dieses schwere Buch hochhub. Wie ist denn jetzt die Flexion von heben? Hochhebte? Hub war richtig, ja. Wikipedianer, wir gehen immer ins Detail. Erstmal war es lustig, weil das kein Anwendungsfall war, aber er wollte halt die Qualität auch so, ne? Das hält in 100 Jahren noch. Und ich saß daneben und dachte, ich bin gerade mit Wikipedia eingestiegen und in 100 Jahren wird dieses Buch historisch interessant sein. Ne? Also wenn ich so mit Wikipedianern spreche, viele oder eigentlich alle bedauern das sehr, dass diese anderen Lexika ausgestorben sind, weil in den Redaktionen saßen unsere Brüder. Ja, und haben Geld dafür gekriegt und haben richtig auch gute Arbeit abgeliefert. Das System hat nun halt nicht gestimmt. Und es ist auch nicht so, dass die Wikipedia die Enzyklopädien ausradiert hat, sondern das Internet. Die Leute gehen ja auch nicht, der Großteil, das sieht man auch in den Klicks, gehen nicht in die Wikipedia, um was nachzuschlagen, sondern die gehen zu einer Suchmaschine oder auf ein Videoportal und suchen danach. Wie bohre ich ein Loch in die Wand oder was ist Escitalopram? Ja. Du sitzt so schweigsam da. Also ich finde das bildlich einen schönen Vergleich irgendwie, dass man das Buch an einer einzelnen Seite hochheben kann und das wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren.
aber dass der Inhalt einfach nicht mehr aktuell ist. Und das ist irgendwie der große Vorteil von Wikipedia und von Wikis im Allgemeinen, dass sie sehr schnell aktualisiert werden können, viel schneller als es irgendwie eine neue, als die neue Auflage vom Brockhaus oder Meyers Taschenlexikon erscheinen kann. Und die Entwicklung irgendwie der Demokratisierung des Wissensgewinns oder der Bereitstellung von Wissen ist auch ein sehr spannender Punkt, der irgendwie wahrscheinlich auch unsere Zeit irgendwie ausmacht, finde ich. Darf ich mal ein bisschen das Gespräch drehen? Wisst ihr, was ein Guerilla-Wiki ist? Nee. Schön, freut mich. Erzähl's uns. Ich habe mal ein Guerilla-Wiki betrieben. Also, du hast mich daran erinnert, wo du gesagt hast, dieses einfache, die einfache Möglichkeit Wissens bereitstellen. Ich habe als Lektor an einer Fachhochschule in Österreich gearbeitet, als Externer und war so ein bisschen auch in Angst, wenn ich da als Neuer hinkomme, dass wohl meine Arbeit kritisiert werden wird. Das heißt, mir war es sehr wichtig, meine Arbeit zu dokumentieren. Also habe ich gebeten, dass ich in das Content-Management-System dort einen Zugang kriege, sodass ich dort Artikel anlegen kann und genau beschreiben kann, wie ich unterrichten werde und Dokumente hochladen werde. Und dieser Zugang wurde mir verwehrt. Ich habe aber einen kleinen Webspace bekommen dort. Also man hat so ein paar Dateien hochladen dürfen, das war okay, aber eben nicht da jetzt schön fröhlich im Content-Management-System herum editieren. Und ich habe das Thema der Dokumentation, die ich auch aktuell halten wollte, das haben wir auch wichtig, so gelöst, indem ich dort ein Guerilla-Wiki betrieben habe. Als Guerilla-Wiki bezeichnet man ein Wiki, das man wo einschmuggelt und als Guerilla-Kämpfer dort einsetzt für seine eigenen Zwecke. Diese Software, die ich da verwendet habe, Software klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, gibt es auch noch immer, die heißt TiddlyWiki. Das ist in JavaScript programmiert und ein bisschen HTML und CSS. Und das funktioniert so, dass man sich das Ding zuerst einmal auf den eigenen Rechner runterlädt, dann macht man die Datei auf und dann kann man sie im Webbrowser bearbeiten. Da hat man dann einen einfachen Editor, um Artikel da drinnen zu erstellen. Das sind nicht so große Wiki-Seiten, wie es im MediaWiki sind. Das sind eher so kleine Snippets, so Textblöcke, die man da bearbeitet. Das habe ich dann auch immer gemacht. Und wenn man fertig ist, speichert man das und das ändert dann diese Datei, die man sich zuerst runtergeladen hat. Und man hat jetzt eine Textdatei, die sich wie ein Wiki verhält im Sinne von Durchsuchbarkeit und von Artikeln, aber eben wirklich nur eine Datei ist. Und die kann man dann hochladen. Das habe ich dann gemacht in der Fachhochschule und auf die Art und Weise meine Dokumentation dort aktuell gehalten und habe mich an der IT dort vorbeigearbeitet. Ich kann es irgendwie gut nachvollziehen und ich glaube, es gibt auch einen gewissen Anwendungsfall für Wiki, um Dokumentationen irgendwie abzuliefern oder auch für Schulungszwecke das anbieten zu können. Das ist mir mal, wo ich beim Unternehmen angefangen habe, ist mir so ein bisschen abgegangen. Da gab es irgendwie drei verschiedene Skripten für diese und jene Arbeitsabläufe und manche waren schon ein bisschen veraltet. Und wenn dann neue Praktikanten kommen, dann muss man wieder denen erklären, welche Schritte jetzt noch aktuell sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass für solche Zwecke Wikis sich auch gut anbieten, um das ein bisschen zu vernetzen und auch recht einfach dann immer auf dem aktuellen Stand halten zu können. Also für Schulungszwecke oder sowas sehe ich auch eine gute Anwendung für Wikis. Ich habe mit einer Firma gearbeitet, die hieß Nurago. Die hat Marktforschung gemacht und einen großen Programmierer-Pulk auch gehabt. Und es war immer der Bedarf da, bestimmte Begriffe sich gegenseitig zu erklären zwischen den verschiedenen Abteilungen. Dann habe ich die Nuragopedia halt aufgesetzt und da die Begriffe erläutert, mir das so aus verschiedenen Dokus zusammengesucht, was ist. Das ist letztlich wieder eingeschlafen, weil ich nicht geschafft habe, andere damit zu bringen, da auch mitzuarbeiten. Also ich musste das immer alleine machen und irgendwann musste ich auch mein Richter wieder tun. Ich kenne aber ein anderes Beispiel vom Frankfurter Flughafen, Fraport. Das ist ein gigantisches Unternehmen mit, ich will jetzt nicht lügen, aber Mitarbeitern weiß ich nicht, so im fünfstelligen Bereich. Und die haben ein Wiki aufgesetzt, intern, um Vorfelddokumentation und sowas alles vorzuhalten und auch immer aktuell zu halten. Und dann haben sie das, man konnte nicht daran editieren, sondern nur so eine kleine Gruppe von Leuten konnten editieren. Und dann prasselten die ersten Mails rein von empörten Mitarbeitern, sie wollen da auch mit editieren. So, und so haben sie es geschafft, die notwendigen, ich würde mal sagen, 40 Editoren zusammenzukriegen, um diese Community zu bilden, die dann auch daran arbeitet. Das ist nämlich tatsächlich auch das Geheimnis von Wikipedia, dass da genügend Leute sind, die daran arbeiten. So funktioniert auch Twitter. Also die Technik ist ganz leicht, ist oft wiederholt worden, aber das eigentliche Ding ist, dass alle dort sind. So.
mögen wir alle nicht. Und bei Facebook ist es noch offensichtlicher, dass es doof ist, aber da sind halt alle. So, was willst du machen? Mir ist es letztens aufgefallen, es gibt von der Fakultät für Informatik in Wien, gibt es ein Vorlesungswiki. Und da kann man dann nach Lehrveranstaltungen oder nach Professoren suchen, wie jetzt die Lehrveranstaltungen aufgebaut sind, ob das spannend ist oder wie die Prüfung gestaltet ist. Und da habe ich mir ein paar Lehrveranstaltungen herausgesucht, die interessant geklungen haben. Bin dann auch drauf gekommen, dass manche Professoren schon seit 4, 5 Jahren in Pension sind oder die Lehrveranstaltung von jemandem anderen übernommen wurde. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr fast schon redaktionelle Arbeit oder sowas gewünscht oder halt, das spielt jetzt auch schon in Richtung Löschantrag, weil Sachen nur noch einen historischen Wert haben, aber keinen Aktualitätsbezug mehr. Ja. Und so gesehen kann ich ein bisschen die Diskussion mit dem Löschantrag, die vorhin gefallen ist, mehr nachvollziehen. Wenn ich dir einschalten darf. Das ist, denke ich, auch mal genau der Unterschied zwischen einem Lexikon, dem klassischen Lexikon und sozusagen so einer Wikipedia. Eine Wikipedia will oder eine Wiki, wie wir es jetzt so verstehen, die will den aktuellen und aktuellsten Stand immer klar machen. Und ein Lexikon, das Lexikon hat auch noch ein bisschen einen historischen Anspruch. Also du hast dann halt einen Redaktionsschluss und dann heißt es also, das ist sozusagen der Stand zu diesem Zeitpunkt und du dokumentierst den damit auch in diesen Zeitpunkt. Und deswegen verwirrt es dann manchmal so ein bisschen, weil in dem Digitalen hast du halt sozusagen immer eine Dynamik drin, wo du sagst, ja okay, ich kann es ja immer aktuell halten, wieso soll ich es nicht machen? Und du erstaunst, es ist dann halt erstaunlich, wenn dann auf einmal sozusagen, es wird halt auch nur verwendet wie ein Lexikon, also sozusagen, es dokumentiert einen gewissen Stand und dann wird es nicht weitergeführt. Und deswegen, das ist dann diese Diskrepanz, denke ich mal, im Verständnis, wo dann die Leute sich wundern, ja, wieso kommt, ist es nicht aktuell? Ja klar, weil es halt nicht vom Himmel fällt, das muss man halt immer dran arbeiten, das ist so ein bisschen. Und es wird ja auch ein bisschen dran gearbeitet, also es wäre schön gewesen, wenn du in deiner Version des Wikis die Sache beheben hättest können. Aber du hast keine Version dieses Wikis, sondern du hast dich verlassen müssen auf die Version, die da in diesem Internet wohl zur Verfügung gestellt worden ist, nicht? Also du. Ja, es wär schon möglich, das zu editieren, nur nachdem ich dort nicht studiere, weiß ich es jetzt nicht unbedingt besser. Vielleicht ist die oder jene Lehrperson auch nur derzeit nicht aktiv, aber kommt wieder. Ja. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass das, was ich jetzt daran bearbeite, mehr richtig ist als. Aber du hättest sogar editieren dürfen. Ja, ich kann mir einen Zugriff dafür erstellen. Ja, ich habe jetzt den Fall gemeint, dass man es vielleicht auch gar nicht editieren darf. Das ist aber dann noch trotzdem mehr ein eigenes Bild von der Wirklichkeit hat und daher da einen anderen Artikel haben möchte, wenn man es glaubt, besser zu wissen. Und an dem Thema wird gearbeitet, und zwar unter anderem vom Erfinder des Wikis. Wer hat ein Wiki erfunden? Müsste ich jetzt in der Wikipedia nachschauen. Ja, haben wir nicht parat. Ist jetzt schon wieder der Spendenaufruf, wo das dort steht. Und der Hintergrund, ja genau, das wäre wieder. Über Spenden können wir gerne auch nochmal reden. Ja. Ward Cunningham, und eigentlich, um Wissen zu dokumentieren, da geht es aus dem Softwareentwicklung gegangen, und der hat eben auch die ganze Zeit beobachtet, wie sich das mit der Wikipedia entwickelt, mit der Wissensdarstellung entwickelt. Und ein zentrales Problem von Wikis ist, dass es eine Wahrheitsquelle gibt und einen Server gibt oder eine Sammlung von Servern gibt, auf denen die sich die Wahrheit da darstellt, und das nicht ein verteiltes System ist, obwohl das Wissen verteilt wäre. Und ich kann auch nicht mein eigenes privates Wissen da fröhlich jetzt eintragen für mich, weil es gibt ja nur diese eine zentrale Version. Und darum wäre das schön, wenn das auch alles noch ginge. Darum bräuchte man sowas wie ein verteiltes System noch öfter auf diesem Wiki-Konzept aufgebaut, und an dem wird gearbeitet. Das heißt Federated Wiki. Wer sich in die Richtung interessiert, das Ganze ist noch ein riesiges Forschungsprojekt, an dem auch intensiv gearbeitet wird. Versucht ein bisschen mich auch in den Code einzulesen, da knirscht es dann ziemlich. Also da wird sehr intensiv dran gearbeitet, aber finde ich ein unheimlich spannendes Projekt, weil es eben genau diese Knackpunkte da mit der eigenen Version, mit dem verteilten Ablegen von den Daten angeht. Und ich bin gespannt und ich hoffe, dass man da in Zukunft noch was hören wird von. Was kann ich mir da genauer darunter vorstellen?
Also ist es irgendwie so, ich kann nachschauen, wann oder die Biografie über diese und jene Person, kann aber auch persönlich eine Seite über mein Haustier erstellen und das hat alles Berechtigung. Also du fängst einmal an quasi mit einem leeren Wiki und dann fängst du an zu suchen und findest zum Beispiel auf meinem Wiki eine Seite oder auf einem Wiki, das die Wikimedia Foundation was erstellt hat. Die Seite gefällt dir, also holst du sie dir in dein Wiki herein. Und so besteht das, was du siehst, aus den Seiten, die du dir geholt hast, den Seiten, die du wo gefunden hast, den Seiten, die du selber erstellt hast. Und dann kann es sein, dass du diese Seiten publizierst, also veröffentlichst, sodass andere auch darauf Zugriff haben oder auch nicht. Mhm. Aber ist das gedacht als Konkurrenz zum eigentlichen Wikipedia oder wie soll das funktionieren? Es hat mit der Wikipedia eigentlich gar nichts zu tun, es ist ein Forschungsprojekt, okay, wie man mit dem Problem der Darstellung von Wissen umgeht und dass es halt persönliches Wissen gibt und dass es, sich das Wissen so schnell ändert, dass diese zentrale Sammlung des Wissens ein Problem wird. Aber die zentrale Sammlung des Wissens hat doch gerade den Vorteil, dass man jeder darauf zugreifen kann, ohne dass er selbst Feueraufwand betreiben muss. Dieses Thema sollte auch gelöst sein. Also du machst auch wieder nur einen Browser auf, rufst das auf, kriegst einmal deine Sache, die du lokal hast und dann suchst einfach weiter in die anderen Bereiche raus. Das soll ruhig weiter so einfach bleiben. Hm. Ja, klar. Sowas wie Suchmaschinen sind ja auch nicht nur auf einem Server zentralisiert, sondern die Betreibten werden auch dezentral betrieben. Das wird früher oder später, klar, kommt man da immer an einen Punkt, wo man über Skalierung und Verteilung nachdenken muss. Ne? Ich weiß es gar nicht, wie läuft das jetzt eigentlich bei der Wikipedia? Die haben also ein Zentrale. Wo ist es hier eigentlich in Deutschland? Nein, das ist alles in den USA. Es gibt zwei Serverzentren, wo die Server stehen. Ja, kann man alles nachlesen. Mhm. So. Ja, ja, ja. Das war zu Anfang, aber so 2003, 2005 war regelmäßig die Wikipedia weg, wie auch Twitter regelmäßig weg war, weil die Server, die Skalierung das nicht geschafft hat, dann wurde sehr viel Arbeit da rein investiert. Das basierte auf PHP und MySQL. Die haben dann irgendwann auf MariaDB umgestellt. Aber ich will jetzt nicht zu technisch werden, weil ich da mich auch auf dünnes Eis für meine Verhältnisse begebe, aber sie haben vor allem die Skalierung dann das schon hingekriegt. Ein anderer Punkt, der mir so auffällt, ist, dass dieser Wiki-Gedanke die bekannteste Anwendung ist Wikipedia. Das überstrahlt aber dann auch wieder alles, weil Wiki ist so viel mehr als Wikipedia. Man kann so viel mehr anderes machen. Aber die bekanntesten Beispiele sind so ähnlich wie Wikipedia. In der nächsten Woche ist in Passau ein Treffen der Original-Wikis. Da habe ich auch schon mal gelesen. Ja. Er war nämlich beim Mittelständler im Nebenlandkreis von Passau und der ist halt zu klein, um als Firma in der Wikipedia gelistet zu werden. Mhm. Und die haben mich halt gebeten, außer zu finden, ob das möglich ist, dass wir in Regio-Wiki unsere Präsenz irgendwie wenigstens zwang. Genau. Und ich glaube, das müsste gehen. Ja, das müsste gehen. Ja. Weil, also die Regio-Wikis, kurz erläutern soll, das sind tatsächlich, die meisten sind so drauf gekommen, dass sie eben so, wie sie ihren Ort beschreiben wollen, das nicht in der Wikipedia machen können und dann deswegen ein eigenes Wiki aufgesetzt haben, so ähnlich wie eine Wikipedia und dann halt über ihre Region schreiben. Für andere ist die Intention, ein alternatives Bürgerportal zu haben parallel zu dem, was die Stadt anbietet oder Ort anbietet. Glaube ich zumindest, die drei Gespräche, die ich jetzt mit Leuten geführt habe. Ich freue mich auf nächste Woche, um dann mehr zu erfahren. Noch ein anderer Wiki-Zoo ist Wikia. Das ist von einem der Gründer aufgezogen worden von der Wikipedia. Da kann jeder sein Wiki aufziehen mit ein paar Klicks. Basiert auf derselben Software wie Wikipedia, ist aber viel bunter. Und was ich dort sehe, sind viele Fandom-Wikis, also irgendwelche... Ja, kenne mich jetzt in der Jugendkultur nicht gut genug aus, um jetzt auch richtig gute Beispiele zu bringen, aber da Fernsehserien, Comicfiguren, setzt jeder sein Wiki zu seiner Sache auf. Und wenn ich so bin auch so auf Fragenetzwerken unterwegs, um Wikipedia-Antworten Fragen zu beantworten. Und wenn dort Wiki gesagt wird, meinen die oft Wikia. Also das scheint so an Popularität in einer gewissen Altersgruppe Wikipedia zu überflügeln. Warum kann ich meine Stadt in Wikipedia nicht abbilden, wie ich es gern hätte und muss auf ein Regio-Wiki ausweichen? Mhm. Es gibt... jetzt habe ich gerade gemacht. Das habe ich oft, wenn ich Leute interviewe, wo ist, als ob so ein Trigger springt und dann spulen sie etwas ab. Das mache ich jetzt auch. Deswegen sage ich. Sehr schön. Play. Genau.
Wie war die Frage? Warum sollte ich meine Stadt nicht in Wikipedia abbilden können, sondern muss auf ein Regio-Wiki ausweichen? Genau, die Orte sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sind alle drin in der Wikipedia. Da stehen auch Fakten drin. So, und dann will ich aber auch über die ansässigen Unternehmen schreiben oder über lokale Größen, die aber nicht drei Bücher veröffentlicht haben und auch in der Presse nicht groß auftauchen, außer in Lokalpressen. Und dann komme ich an diese Relevanzkriterien drin. Das hattest du kurz erwähnt, dass das in der englischen Wikipedia und auch in anderssprachigen Wikipedien gibt es unterschiedliche Relevanzkriterien. Und in der deutschen ist es relativ strikt. Und dann komme ich dran hin, eben weiß ich, 1653 ist ein Teil der Stadtmauer von Frankfurt-Oder eingestürzt. Da hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten, das in die Wikipedia unterzubringen, weil das ist so ein Fakt, der für sich steht und überhaupt nichts, keinen Bezug zu irgendwas hat. An dem Regionalwiki kann ich eben alles reinschreiben, was ich möchte. Ich kann mir quasi meine eigene Community bauen mit den eigenen Relevanzkriterien. Deswegen diese Regionalwikis. Und das ist eine Entwicklung, die sehr begrüßt wird. Also es gibt auch gibt es eine Arbeitsgruppe von Wikipedianern, die quasi Botschafter in diesen Regionalwikis sind und umgekehrt, um das zu fördern. Also diese Zentralisierung auf Wikipedia hat auch einen Nachteil. Das haben wir jetzt inzwischen auch schon beobachtet. Erstmal schön, dass alles Wissen da ist, aber dann hat man auch eine gewisse Deutungshoheit. Wenn dann, so wie es in der Wikipedia steht, muss es sein. Aber das Wissen möchte ich dann ja als Nutzer auch finden können. Ja. Und dann, wenn der erste Suchbegriff oder das erste Suchergebnis dann die Wikipedia-Seite von der Stadt ist und es steht dort nicht drinnen, dann komme ich wahrscheinlich nicht auf die Idee, nach irgendeinem Regionalwiki zu suchen, dass dort vielleicht etwas noch publiziert. Also wenn ich bei Google nach Passau suche, dann wird der erste, zweite, dritte Treffer Wikipedia sein, dann habe ich rechts noch diese Zusammenfassung, was sich auch bei Wikidata oder Wikipedia bedient, aber als fünften Treffer habe ich wahrscheinlich das Regionalwiki, und wenn ich nicht nur Passau eingebe, sondern Passau und dann noch den Namen von irgendeinem Unternehmen, dann werde ich bei dem Regio-Wiki landen. Aber das Regio-Wiki Passau, also ich habe mir die Seiten kürzlich auch erst aufgeschaut. Weiß gar nicht, ob es da eins gibt. Das Regio-Wiki Niederbayern, die Konferenz, von der du vorher gesprochen hast, veranstaltest, das ist, also nennt sich jedenfalls selbst das größte Regio-Wiki von Deutschland, neben irgendeinem anderen im Ruhrgebiet, glaube ich. Aber das gehört zur PMP, zur Passauer Neuen Presse, was ich halt irgendwie ein bisschen komisch finde, dass unsere Lokalpresse ein Regio-Wiki betreibt. Und da, also auch in den Anleitungen, so wie man quasi irgendwelche Beiträge verfasst, das ist hauptsächlich an Journalisten von der Regionalpresse gerichtet. Das finde ich, geht ein wenig am Wikipedia-Gedanken vorbei, dass so einfach ein Medienunternehmen sowas macht. Ich finde es auch sehr interessant, diese Konstellation. Ich hatte mir das ein bisschen schon angelesen. Erstmal ist es, kommen wir da auf einen wichtigen Punkt der Wikipedia, nämlich die Unabhängigkeit der Wikipedia. Wird immer frei sein und keine Werbung, kein Einfluss von außen. Wird immer wieder behauptet und natürlich so, wenn wir jetzt in die epische Breite gehen, wird es doch Widersprüche geben, aber diese Unabhängigkeit existiert halt. Und bei den Regio-Wikis, die sind halt klein, die brauchen Unterstützung beim Serverbetrieb und so, und die haben nicht das wie bei der Wikipedia, die halt sich ein Spendenziel setzen, in Deutschland, weiß ich, 6 Millionen, und dann nach 2 Wochen die das Werbebanner wieder abschalten können, weil sie 6 Millionen schon erreicht haben. Und in Regio-Wikis, ich weiß nicht, ob die Leser da genauso spendenfreudig sind. Und dann sucht man sich halt einen Sponsor, und in dem Fall ist es die Tagespresse. Und tatsächlich, ich denke, dass in dem Fall, ich weiß es nicht genau, die Zeitung nicht das Wiki betreibt, sondern die sind der Sponsor. Aber ja, ich fahre nächste Woche hin und werde mal fragen. Aber auch schön, dass du sagst eben, dass du dadurch Bedenken hast, dass das halt die Presse, dass die Presse. Aber ich finde es jetzt zum Beispiel wieder, da finde ich jetzt wieder problematisch, wenn ich dann suche, möchte ich eigentlich die Suche auch über Wikipedia machen, weil wenn die schon den Anspruch haben, unabhängig zu sein, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass man darüber auch suchen kann, weil jetzt muss ich mich bei der Suche auf Google verlassen, und Google ist halt nun mal wieder ein Unternehmen, und da weiß ich nicht, wie das Ranking jetzt ist. Es sind zwar die Wikipedia oder die Wiki-Einträge sehr weit vorne, heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss, ne? Und dann, da ist dann natürlich der Ansatz von einem Federated Wiki, wo man dann vielleicht dann sozusagen das Wissen verteilen kann. Das heißt aber auch, wenn ich Wissen verteilen können muss, muss ich es natürlich auch dezentral auch wieder finden können. Und das heißt, es implementiert ja eigentlich auch schon wieder einen ganz anderen Suchprozess, weil ich muss ja dann auf einmal jetzt auch mehrere
mehrere, ich habe mich so ein bisschen mit dem Federated Wiki auch mal, ich muss natürlich dann auch mehrere Server durchsuchbar machen und das heißt natürlich, dieser Suchmaschinenansatz kommt natürlich dann jetzt auch viel mehr, noch viel stärker, also nicht nur der redaktionelle Ansatz, sondern auch der Suchmaschinenansatz kommt wieder viel stärker in den Fokus, ist natürlich auch was von der Wikimedia Foundation, glaube ich, das war ja jetzt wieder diese Wiki-Engine da, diese Wiki-Search oder sowas, das ist ja auch was wieder angestoßen wurde, ne? Das war ja auch so ein Thema, ich glaube, letztes Jahr oder so sowas. Da hat es ein bisschen Wuling gegeben, was ich so mal gehört hatte. Ja, also zum Ende, man muss sich nicht auf Google verlassen. Es gibt exzellente andere Suchmaschinen. Das weiß ich nur auch. Keiner. Benutzt nur keiner. Ja, MetaGer. Ich habe die auch alle durchprobiert und auch aus Prinzip so. Bin dann doch bei Google hängen geblieben, beziehungsweise ich benutze jetzt Startpage.org. Die setzen auf Google auf und schneiden aber alles, die bezahlen an Google Geld und schneiden alles Tracking und so raus. Ja, klar, aber die Suchmaschine an sich und die Ergebnisse sind Google. Und das heißt genau. Also, das Ranking ist Google und damit beeinflusst sozusagen die Suchstrategie von Google ganz eindeutig meine Hits. Absolut. Ne? Da möchte ich einen allgemeinen Kommentar dazu abgeben, dass ich stimme dem zu, alles, was du gesagt hast, dass das bedenklich jetzt ist im Sinne von, dass da Interessen von der Corporation halt drinnen stecken. Was man aber nicht vergessen darf, auch wenn jemand anders einen Suchalgorithmus implementiert, ist und bleibt der Algorithmus oder hat der Algorithmus eine gewisse Intention. Das heißt, eine gewisse Reihung wird es immer geben. Das ist ganz klar. Und sowas wie eine neutrale Suche gibt es insofern nicht, dass es keinen neutralen Algorithmus gibt. Ja. Das wollte ich jetzt auch gar nicht damit implizieren, dass jetzt sozusagen hier Google oder sowas irgendwas Böses im Schilde führt. Mhm. Ich dachte nur eben sozusagen, oder das kam eher von da an, wir haben jetzt eine Organisation, die so und so schon dezentral arbeitet, ja, und wo sich jetzt ein gewisse Vorschuss auch erarbeitet hat oder ein Vertrauenspotenzial erarbeitet hat und jetzt muss ich mich dann doch wieder auf andere Organisationen verlassen, die das machen. Das ist natürlich auch immer gut, die Arbeit zu teilen, ja, das ist gar kein Thema. Nur auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch bei der Wikipedia, die machen nun mal auch, im Endeffekt machen sie, schau doch mal, wie haben früher die alten Suchmaschinen ausgesehen, wie Yahoo, ne? Mhm. Ja, das sind Verzeichnisse. Was ist ein Wikipedia? Ist nichts anderes wie ein Verzeichnis, ein redaktionelles Verzeichnis, ist natürlich noch ein bisschen mehr Text dabei, aber schlussendlich haben die unten auch ihre Quellen, die man ja auch angeben muss, also wenn du einen Text zu irgendwas hast, das ist nichts anderes wie ein großes Verzeichnis mit mehr Kommentar dabei. Das heißt also, im Endeffekt hast du eigentlich dort die ideale Voraussetzung für eine Suchmaschine auch, ja, weil du hast einen großen redaktionellen Content, ja, im Endeffekt kannst du den Artikel ja immer als Keyword-Liste, sag ich mal, nehmen und unten drunter hast du sozusagen alle deine ganze Primärliteratur. Im Endeffekt hast du doch die ideale Basis für eine Suchmaschine. Also du dich als zu wenig empfinden. Es ist ein Ausgangspunkt vielleicht, ja. Ja, klar. Aber du hast eine Basis, vor allen Dingen du hast sozusagen eine große Organisation schon mal da, die so eine Basis schaffen kann, die auch schon gezeigt hat, dass es kann. Ne? Also das ist so der Punkt sozusagen. Deswegen ein bisschen befremdlich. Vor allen Dingen die Diskussion da so vor, ich glaube letztes Jahr war es letztes oder vorher, als dann wieder die Wiki Engine oder die Wiki Search auf den Tisch kam. Das kam auch, glaube ich, mit dem Zusammenhang mit Wikidata, ne? Das ist ja dann so diese ontologischen Bäume dort oder diese zu bauen. Da kam das so, wenn ich mich so dunkel erinnere, jetzt bin ich kein Wikipedianer. Also es gab bei der Wikimedia Foundation Bestrebungen, eine Suchmaschine oder eine Struktur oder das war noch im frühen Stadium.
Und man hat halt auch die, man hat eben auch diese Notwendigkeit erkannt, eine unabhängige Suche, Wissenssuche aufzubauen. Die, ich höre das gerade zum ersten Mal, dein Federal Wiki ist auch ein Ansatz, der in diese Richtung geht. Das ist bei Wiki, der Wikimedia Foundation, ich weiß nicht, ob es eingestellt wurde oder wurde zurückgelegt, weil es ein anderes Projekt einfach wäre. Es ist ein notwendiges Projekt, aber Wikimedia Foundation kann eben nicht alles machen. Ja, und deswegen vermute ich, dass das der Grund war, warum man es dann halt sein lassen. Aber notwendig ist es und es wäre schön, wenn sich jemand fände. So, ne? Für die Karten hat sich ja OpenStreetMap auch gefunden, die übrigens auch mit Wikimedia der Bewegung zusammenarbeiten. Was war denn der letzte Wikipedia-Artikel, den du gelesen hast? Boah, ja, dann hat mir nicht. Das ist, also ich finde, Wikipedia ist so stark in meinem Alltag, dass ich nicht mehr so genau aufpasse, was das letzte war. Wenn ich irgendwas wissen mag, dann schaue ich halt in der Wikipedia nach. Und das mache ich nicht so bewusst. Natürlich werde ich nicht alles sofort hundertprozentig so glauben, aber ich glaube, als erste Orientierung ist Wikipedia einfach das Beste, was es gibt. Und das ist so omnipräsent, dass ich, glaube ich, nicht drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich mag einen empfehlen, einen Wikipedia-Artikel. Wir haben auch in Real Life hin und wieder miteinander zu tun, diskutieren sehr viel über Sprache. Und ich habe dann versucht herauszufinden, welche Sprache wir so eigentlich sprechen. Und wir drei hier am Tisch sprechen alle Niederbayerisch, obwohl zwei von uns dreien Österreicher sind. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wikipedia-Artikel zu Bayerisch gelesen habe, den ich nicht als Artikel, sondern eher als ein Buch in einer langen Form bezeichnen würde. Also das ist ein Riesending, dieser Artikel, nicht gewusst habe. Und da wird Sprachanalyse betrieben. Also das hat mich ziemlich geflasht. Solche Artikel sehe ich in der Wikipedia relativ selten. Normalerweise bin ich das gewohnt, wenn man das Ding ausdruckt, hat es vielleicht, weiß nicht, 3 Seiten, 5 Seiten. Aber das ist ein Buch, dieser Artikel zu Bayerisch. Also der Artikel, den möchte ich empfehlen für die Leute, die sich für Sprache interessieren und diese Sprache, die hier im Südosten des deutschen Sprachraums gesprochen wird oder diese unterschiedlichen Sprachen. Das ist auch recht spannend, wie das die Sprachwissenschaftler aufteilen. Also Bayerisch Artikel lesen. Ich bin ein riesiger Fan von Listen auf Wikipedia. Ja, ja. Ich finde diese Seiten einfach grandios. Also was es da an Vielzahl gibt, was man irgendwie sortieren kann und wie man sortieren kann und diese Übersichten an bereitzustellen, das finde ich sehr faszinierend und amüsiere mich häufig daran, irgendwie, wenn ich solche Listen durchschaue. Ja, dann würde dir gefallen zu hören, dass es Listen von Listen von Listen gibt in der Wikipedia. Erzähl mir mehr. Und du? Mein letzter Artikel war zu Blend-Altmann-Diagrammen, weil wir was zu Statistik und Analytik von Podcasts diskutiert hatten und da hat man so einige Darstellungen im Blick und da war unter anderem ein Blend-Altmann-Diagramm mal in der Diskussion. Mein letzter Artikel war über Liz Lehman, die hat eine Methode erfunden, Feedback zu geben, ohne unfreundlich zu sein. Wir haben gestern damit gearbeitet, als Wiki-Stammtisch reviewed wurde unter anderem. Und in der deutschen Wikipedia gibt es noch keinen Artikel dazu, das hat mich ganz kribbelig gemacht, aber in der englischen gibt es einen biografischen Artikel zu Liz Lehman. Und den letzten Artikel, den ich geschrieben habe, war über Annie Duken, das ist eine Chemikerin, die in einem forensischen Labor gearbeitet hat und 34.000 Drogenproben gefälscht. Hat manche gar nicht getestet und gesagt, ja, da ist drin und beziehungsweise sie hat welche getestet und dann gesagt, da ist Heroin drin. Beim zweiten Test war aber Kokain drin, da hat sie Kokain dann reingemacht, damit die Probe stimmt. Und jetzt müssen 34.000 Fälle neu aufgerollt werden. So, den habe ich übersetzt und habe versucht, den auf die Startseite zu kriegen und da gewusst, wie. Dort werden neue Artikel geteasert, die irgendwie interessant sind. Und ich kriege, die Qualität reicht noch nicht aus von meinem Artikel, ich muss da noch dran arbeiten. Hast du einen Lieblingsartikel? Ein Lieblingsartikel nicht. Ich habe ein Lieblingsthema, die Geschichte von Frankfurt-Oder. Das ist die Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin erstaunt, wie man in so einer heutzutage doch traurigen Stadt, ein bisschen am Rand des Geschehens, doch in so eine reichhaltige Geschichte entdecken kann. Hat wahrscheinlich die bestausgebaute Liste der Baudenkmale, best fotografiert und so, weil ich da so viel Arbeit reinstecke. Hast du einen Lieblingsartikel? Meine Lieblingsseite wäre der Wikipedia Kurier. Das ist ein internes Boulevardblatt. Da gibt man oben in der Wikipedia Doppelpunkt Kurier ein. Und das ist so eine Art Bildzeitung für Wikipedia. Wer schreibt das? Wikipedianer. Auch manchmal sehr ernsthafte Sachen drin, aber man kann dort eben auch man kann auch eine Meinung dort äußern. Der ist öffentlich. Der ist auch öffentlich. Alles ist öffentlich.
müsste jetzt lange überlegen. Es gibt Versionen, die versteckt werden, wo Urheberrechtsverletzungen oder sowas gemacht wurden. Die können von Oversightern so versteckt werden, dass niemand die mehr sehen kann, aber ansonsten ist alles öffentlich. Das wäre doch jetzt ein Ansatz für dich, ein Guerilla-Wiki in der Wikipedia zu lancieren. Kein Bedarf, da zu sabotieren. Was ist euer Eindruck irgendwie von Schnittmenge zwischen Journalisten und Wikipedia? Also Leute, die primär irgendwie bei einer Zeitung oder im journalistischen Bereich tätig sind, die dann aber auch von Wikipedia Bescheid wissen, das zu schätzen wissen und dann auch dort neue Erkenntnisse eintragen. Was sind da eure Erfahrungen dazu? Keine Ahnung. Gefühlt kaum Überschnitt, zumindest nicht im Stil. In den Bereichen, ja, in denen ich lese, das ist Naturwissenschaft, viel IT-Zeug, viel Geografie-Zeug, viel Lokales. Ich habe nie das Gefühl, dass ich da journalistisch Aufbereitetes lesen würde. Ja, ich denke mir, wahrscheinlich jede Form von Journalismus wird sich im Laufe des Tages häufiger an Wikipedia irgendwie einmal so einlesen, zumindest zum Thema oder Grundsätzliches darüber informieren, aber dann noch einmal den Schritt zu machen und dann selbst was zu editieren, weiß ich nicht, wie verbreitet das irgendwie ist. Das hast du schon mit Journalisten einen Podcast gemacht zu Wikipedia? Nein, aber ich habe schon, soweit bin ich noch nicht, habe ja gerade erst angefangen im Juli. Aber spannend. Ja, also es gibt erstmal Journalisten lieben die Wikipedia, ja, klar, immer wieder. Klar. Und sie langsam kommt der Journalismus, zumindest in Deutschland, in das Alter, wo er nicht mehr einfach abschreibt aus der Wikipedia. Mhm. Weil Herr von Gutenberg eben kein Wilhelm unter seiner langen Vornamensliste hat. Das war so ein einschneidendes Erlebnis. Und weil auch die Stalinallee in nie Stalins Badewanne genannt wurde. Ja. Das hat jemand reingeschrieben, das wurde in Zeitungen abgeschrieben und dann wurde sich in der Wikipedia darauf bezogen. Ich hatte einen Podcast mit Deborah Weber-Wulff. Sie ist Professorin an der Fachhochschule in Berlin und hat sich spezialisiert auf Plagiate. Sie sagt nicht, sie hat sich das nicht gesucht, sondern das Thema ist zu ihr gekommen, weil das sehr sträflich im Wissenschaftsbetrieb vernachlässigt wird. Sie ist wesentlich beteiligt auch an, jetzt fällt mir der Name nicht ein, an diesen Wikis, die Doktorarbeiten durchgehen, insbesondere von Politikern. Und gerade bei Doktorarbeiten gibt es Fälle, wo Doktoranden seitenweise Text aus der Wikipedia übernehmen in ihre Doktorarbeit ohne Quellenangabe. Und sie konnte Fälle nachweisen, wo sich dann Wikipedia-Artikel auf diese Doktorarbeiten verlassen, das als Quelle angeben. Also es ist ein Zirkelschluss. Wenn in den Wikipedia-Artikel Mist drin stand, ist das jetzt wissenschaftlich legitimiert. Genau. Und das ist dann richtig schlecht. Das zerstört den Wissenschaftsbetrieb, dieses Plagiarismus. Ich kenne jetzt auch noch die andere Seite, wo eine Bachelorarbeit fast nicht anerkannt wurde, weil sie zu sehr einer Wikipedia-Seite entsprochen hat. Aber da hat sich der Kollege irgendwie halt zu schnell daran gemacht, seine Bachelorarbeit auch in Wikipedia einzutragen, sodass sie dann auch irgendwie, dass dann der Plagiatsvorwurf irgendwie aufgekommen ist, aber da ist die Richtung die andere gewesen, als ja, sonst aber, irgendwie aber üblich dazu, ist. Also ich lese ziemlich viele Linguistik-Blogs aus dem amerikanischen Raum und da gibt es relativ viele Universitäten, die eine Studenten, Studentinnen dazu anhalten, irgendwelche Hausarbeiten so zu machen, dass sie halt für die Wikipedia was bringen. Ja. Und das finde ich richtig cool. Das habe ich mir auch gedacht, dass das einmal ein Projekt für eine Oberstufenklasse für einen Deutschunterricht oder so wäre, den Wikipedia-Auftritt der eigenen Schule irgendwie zu optimieren. Das könnte man ja sicher als Projektarbeit für eine Woche oder sowas einmal machen, dass man wirklich grundsätzlich einmal wissenschaftlich recherchiert, wie es notwendig ist, damit die Qualitätssicherungskriterien erfüllt werden. Und dann hat zusätzlich haben die Schüler mal einen Lerneffekt, aber zusätzlich die Schule auch einen großen Benefit irgendwie und auch der Öffentlichkeitsauftritt ist dann irgendwie fundiert und gesichert. Gibt eine eigene Organisation aus der Wikimedia Foundation heraus gegründet, das EduWiki nennt sich das, die sich genau dem im englischen Sprachraum dem widmet, Hochschulen und Schulen dazu zu bringen, mit der Wikipedia zu arbeiten. Aus der Erkenntnis heraus, wenn wir es den Schülern jetzt beibringen, wir hatten vorhin auch das Thema, dann sind die später, können die erstmal damit umgehen. Das ist in den meisten
Schüler können nicht mit Wikipedia umgehen, die übernehmen das einfach so. Ja, insgesamt gehört es einfach zur Medienkompetenz, das zu lernen, auch wie zitiert man richtig. Genau, es gehört ja zur Medienkompetenz zu lernen und ein Teil der Medienkompetenz ist mit Wikipedia richtig umzugehen. Genau. Und dann zusätzlich sicher auch einmal das durchzuarbeiten, wie man selbst einen Artikel veröffentlicht schaut, dass der auch die Kriterien erfüllt. Genau. Das ist super schwer, aber da habe ich eine interessante Methode im Wikipedia-Kurier kennengelernt. Und zwar ist es einen Fakt einfügen. Das habe ich auch mit meinem Sohn gemacht, der war 12. Und dann haben wir über sein Gymnasium einen Fakt herausgefunden, nämlich, dass es ein Jungsgymnasium mal war, und haben diesen einen Fakt in den entsprechenden Artikel in der Wikipedia eingefügt. Das heißt, wir haben vorher recherchiert, wir haben den Fakt auch wirklich gefunden in dem Buch, und er hat sich einen Account angelegt, er hat es reingeschrieben, er hat eine Quellangabe zu diesem Buch gemacht und hat es gespeichert. Damit ist er Wikipedia-Autor. Ist super glücklich und er will es immer mal wieder machen. So, und das ist, du musst kein Autor sein, um sowas zu machen, ne? Es ist schon gut, dann auch da Hilfe zu haben, aber das ist ein guter Einstieg. Ich rede oft über, wie steige ich in die Wikipedia ein, aber in Richtung Medienkompetenz sowas mal zu machen, zeigt, da lernst du nämlich als Schüler, da kann ja jeder reinschreiben. Wovon ich jetzt gern mal, ich hoffe, dass wir aus dem Alter raus sind, wo einfach mal mein Penis in einen Artikel reinschreibt, um zu gucken, wie schnell es weg ist. Weil während wir hier sitzen 10 bis 20 Leute vor ihren Rechnern, sogenannte Vandalenjäger, und löschen das Wort Penis aus irgendwelchen Artikeln. Das ist einfach Missbrauch von der Freizeit von Leuten, diesen absichtlich Vandalismus zu machen, um zu gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, klar. Und naja, Gott, solche Kinderstreiche gibt's immer wieder. Ne? Schade ist natürlich, wenn es Erwachsene sind, wenn es mal ein paar Kiddies sind, die da ein bisschen, ich denke mal, da wird man immer damit leben müssen, und dann muss man halt. Genau, das ist so ein Grundrauschen, dass man mit einer entsprechend großen Community abfangen kann. Schlimm ist, wenn Radiomoderatoren dazu aufrufen, lasst uns doch mal diesen einen Artikel in die entsprechende Richtung editieren und dann 1000 Leute dazugreifen und das machen. Umgekehrt wäre es natürlich so, wenn sozusagen eben genau solche Geschichten den Kindern beigebracht werden würden, könnten die natürlich, und die das natürlich dann auch wissen, dass sie so einen Artikel ändern können, könnten die natürlich genau solchen Vandalismus auch eben wieder rückgängig machen. Also man müsste sozusagen wenn es Inhalt in der Schule wäre und auch die Lehrer damit dementsprechend umgehen können würden, dann könnte man sowas, dann könnte man diese Community einfach, das ist ja nur eine Frage der Breite der Community, ne? Also dann könnte man dieses Problem natürlich auch viel einfacher auch wieder in den Griff kriegen, weil dann hat man halt ein viel größeres Kollektiv, das man den Vandalen entgegenstellt. Das ist ja einfach nur eine Frage der Größe, ne? DDoS ist nur eine Frage der Größe. Ich hätte noch eine Frage, weil du Qualitätssicherung angesprochen hast. Ich bin letztens über einen Wikipedia-Artikel gestolpert zum Thema, ich sage gleich konkret, zum Thema Markov-Ketten. Das ist eigentlich was aus der Mathematik, aus der Informatik. Ich habe Mathematik studiert, zwar nicht Informatik studiert, aber ich mache das Zeug schon relativ lang. Diesen Artikel gelesen, ich habe den großen und ganzen Bahnhof verstanden. Was kann man da tun? Gibt es irgendwie einen Mechanismus vorzuschlagen? Ich bin nicht der Experte. Gibt es einen Mechanismus vorzuschlagen? Leute, den Artikel wird nicht einmal ein Promille der deutschsprachigen Bevölkerung verstehen. Machen wir den irgendwie besser? Da gibt es sicher Experten, die das Thema so beschreiben können, dass es wenigstens 10% verstehen können. Ja, gibt's. Wie macht man das? Was könnte man machen? Erstmal ist gut, einen Account dann auf Wikipedia zu haben. Den hätte ich schon. Ja, weil als IP, also wenn ich jetzt als Autor mit einer IP zu tun habe, ist immer ein bisschen, wer ist das? So, ist ein bisschen zu anonym, wenn man Benutzernamen hat. Dann hat jede Seite eine Diskussionsseite. Zu jedem Artikel gibt es eine Diskussionsseite. Der Diskussionsnamensraum ist um Faktor, weiß es, will jetzt nicht lügen, aber deutlich größer als der Artikelnamensraum. Du kannst also auf die Diskussionsseite gehen und genau das, was du gerade gesagt hast, auch da reinschreiben. Der Artikel ist schwer lesbar, vielleicht noch ein bisschen begründen, so die Einleitung ist zu komplex. So. Ich könnte noch ein bisschen Beispiel reinschreiben, genau. Da weiß ich ein paar, aber so richtig einen schönen Wikipedia-Artikel. Und dann schreibst du noch rein, du möchtest das jetzt nicht editieren, weil du mit dem Thema dann doch nicht so vertraut bist. Dann findet sich vielleicht jemand. So, und jetzt tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein. Es gibt Redaktionen in der Wikipedia, wo sich Leute, die sich zu einem bestimmten Thema interessieren, sich zusammenfinden. Es gibt eine Redaktion Mathematik, eine Redaktion
Lurche gibt's nicht, aber sowas in der Art, ihr wisst, was ich meine, an die kann man sich auch wenden. Da gibt man rechts oben ein Redaktion, Doppelpunkt Biologie und landet dort. Und dann gibt es noch eine Truppe, die immer den Review des Tages machen. Die reviewen Artikel intern. Und da könnte man das auf die Vorschlagsliste setzen, dass der Artikel mal reviewt wird. Es stimmt schon, diese Mechanismen sind zu wenig bekannt, ne? Also ich finde, die Oberfläche lädt auch nicht dazu ein, sowas zu machen in der Wikipedia. Ja, diese Community-Arbeit, die, also gerade bei Servers, die muss da, das ist so, die muss da, ich denke mal, aber das ist, liegt halt, die muss noch verbessert werden, aber das denke ich mal, liegt auch natürlich daran, dass es jetzt auch massiv gewachsen ist und es ist eine etablierte Struktur gewesen, bloß, mit dem Wachstum der Struktur muss ich natürlich auch so eine Plattform dann auch wieder weiterentwickeln. Das ist ja genau die Tendenz hin zu so einem Federated Wiki oder solche Überlegungen. Das heißt ja, da gibt's dann immer wieder Stufen, wo sich dann solche Communities weiterentwickeln müssen und dann sozusagen vielleicht in Fachgebiete aufgeteilt werden müssen, damit man die dann besser nochmal handeln kann. Ja. Weil das passiert öfters, gerade in diesen wissenschaftlichen Sachen, dass sich dann auf einmal da 3-4 Spezies zusammentreffen und dann ihr Fach Chinesisch reinmachen. Und wenn du dann versuchst, so, ja, lass uns mal einfacher zu erstmal beschreiben anhand von ein paar Beispielen, dann wirst du zum Teil wieder rausgeworfen, weil es sagt, ja, das gilt ja nicht, oder das gilt ja nicht allgemein. Ja, das ist ja nicht allgemeingültig. Aber um erstmal ein Grundverständnis zu bekommen, um erstmal ranzuführen an so ein Thema dann, ja, ist es vielleicht mal ganz hilfreich, weil dann kann man später sozusagen die Allgemeingültigkeit dann auch besser nachvollziehen. Das ist so, das ist mir auch schon ein paar Mal bei unterschiedlichen Themen dann passiert, dass es dann wieder rausgeschmissen wurde, weil sie zuerst gesagt hat, ja, nee, das gilt halt nicht immer in allen Fällen, ja. Aber dann hat man versucht zu diskutieren, es hilft aber für die Verständlichkeit und das, ja, das, irgendwann hatte ich dann dies auch aus dem Auge verloren und deswegen ist dann, war ich nicht vehement genug, um mich da durchzusetzen, dass es drinnen bleibt und dann. Das, wenn ich da in die Diskussion einsteige von einem Artikel, dann antwortet mir nicht die Wikipedia. Das Gefühl hat man zwar, so wie ich jetzt, wenn man Google schreibe, eben von Google die Antwort warte, sondern das sind so Typen wie ich oder so, die aus sich heraus, die haben dann vielleicht nicht mal Kontakt zu anderen Wikipedianern, sondern die antworten aus ihrem eigenen Empfinden heraus. Und es ist online, die sind auch sehr ruppig. Es gibt das Teahouse, das Wikipedia Café, wo man eine freundliche Umgebung auch hat und da auch sich Unterstützung holen kann. Aber eine gewisse Robustheit sollte man schon an den Tag legen, wenn man da diskutiert. Das ist leider so. Es wird viel dran gearbeitet. Wollte ich jetzt auch nochmal einwerfen. Wir hatten vorhin über Spenden geredet. Ist ja auch immer die Frage, warum muss Wikipedia Spenden sammeln? Oder ich weiß nicht, es gibt immer so abfällige Bemerkungen. Du hast vorhin auch sowas angedeutet. Da wieso noch ein, nee, nicht? Du guckst, schüttelst den Kopf. Wofür braucht denn Wikipedia überhaupt Geld, könnte man sich jetzt fragen. So. Dann kommt immer der Satz Serverbetrieb und der ist abgedeckt. Ja, das ist ein Bruchteil von dem. Wikipedia hat sehr hohe Spendenziele, die wachsen auch jedes Jahr. Sie hat aber auch eine extrem breite Spendenbasis. Also ist der durchschnittliche Spendenbetrag sind 10 Euro. Und wenn die dann 6 Millionen allein in Deutschland einnehmen, heißt das im Umkehrschluss, wie viele Leute da gespendet haben. Und ist auch nicht so, dass Wikipedia unendlich Geld einsammelt, sondern die setzen sich ein Spendenziel. Die machen einen Plan, was sie machen wollen. Und da steht dann nicht Serverbetrieb verbessern, sondern da stehen Sachen drin. Ist auch alles öffentlich, kann man alles nachlesen. Wie zum Beispiel überlegen sie über eine Search Engine. Dann wird in Deutschland sehr viel Open Educational Resources unterstützt. Also die Entwicklung von Lehrmaterialien, die unter freier Lizenz stehen. Um jetzt nur ganz wenige Beispiele zu nennen, Wikidata wird damit zum Beispiel bezahlt, die Entwicklung da dran, die Weiterentwicklung der Oberfläche. Es wird viel in Richtung freie Lizenzen gearbeitet, weil es hatte auch mal die Diskussion, warum braucht Wikipedia freie Lizenzen? Würde es nicht auch mit anderen Lizenzen funktionieren? Was meint ihr? Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Ja, gerne. Diese Open Educational Resources, gibt es dann da auch einen speziellen Bereich in der Wikipedia, also wo sich zum Beispiel sowas wie Lehrer dann direkt ranwenden können und gucken können, was ist da, oder sind die verteilt, was da zur Verfügung steht, oder sind die verteilt über alle Wiki-Artikel sozusagen zu Biologie, Chemie und so weiter, dass da, oder gibt es da so irgendeinen zentralen Anlaufpunkt innerhalb der Wiki
Wikipedia, so wie der Kurier oder sowas. Was Wikimedia Deutschland macht im Bereich Open Education Ressourcen ist Grundlagenarbeit, weil erkannt wurde, dass erstmal die Grundlagen tatsächlich geschaffen werden müssen, dass man auf die Landesparlamente einwirken muss, weil Bildung ist ja in Deutschland Ländersache, also kann man nicht über den Bund gehen, sondern muss auf die Bundesländer eingehen. Es gibt noch andere Projekte in der Wikimedia-Bewegung außer Wikipedia, nämlich Wikiversity, wo Lehrmaterialien erstellen, und Wikibooks, wo Bücher geschrieben werden. Die florieren nicht so wie die Wikipedia, deutlich schlechter. Kann nur aufrufen, da teilzunehmen. Das ist vor ein paar Wochen war die deutschsprachige Wikipedia-Konferenz. Sag mal Wikipedia-Konferenz, aber eigentlich ist eine Wikimedia-Konferenz, weil die anderen Projekte auch da sind. Und das sind extrem engagierte Leute, die sich dafür einsetzen. Und ich finde es sehr schade, dass es nicht so richtig funktioniert. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das beheben kann, außer dass ich jetzt darüber spreche. Ja. Wir haben jetzt fast die Stunde rum. Fängt auch der nächste Vortrag bald an. Es ist interessant, dass wir so lange sprechen, nachdem mehrere von euch zu Anfang des Gesprächs sagten, ich weiß gar nicht so viel über Wikipedia, ich habe da auch nichts so viel damit zu tun. Es war sehr kurzweilig, ich habe Sachen gelernt. Das ist immer das, bleibt bitte schön neugierig. Und wenn Fragen sind, Wikipedia weiß alles. Wollt ihr noch was sagen? Ich muss jetzt einen Podcast abonnieren. Ja. Muss dich nicht fürchten. Vielleicht sagst du nochmal den Podcast. Der Podcast ist wikistammtisch.de. Da spreche ich mit Leuten über die Wikipedia. Jetzt sagt ihr nochmal eure Podcasts. Lieblingsplätzchen, also lieblings-plätzchen.com mit AI, weil Umlaute in URLs sind schwierig. Oder Und da geht es nicht um Backen in deinem Podcast. Ich habe ein Foodblog, das heißt Zuckerbäckerei, deswegen ist mein Podcast auch ein bisschen so daran angelehnt, aber eigentlich nicht so richtig. Es geht um Lieblingsorte in Wien. Und ja, ich stehe erst am Anfang. Es gibt erst 2 Episoden, aber ich bin hoch motiviert, vor allem nach der tollen Konferenz, damit weiterzumachen. Okay. Wer aus Wien und Umgebung stammt und mal selber das Podcasten ausprobieren will, kommt zu den Biertauchern jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Darf man einfach kommen in die Westbahnstraße 35a, ist herzlich eingeladen, einmal mit zu podcasten und schauen, ob man daran Spaß findet. Wer Lust hat, Programmieren zu lernen, sich das irgendwie nicht selber zutraut oder es klingt zwar interessant, aber man weiß nicht, wie man anfangen will, betreibe ich mit der Anna Geiger einen Podcast namens Our UF Code. Da schreibt sich aua-uff-co.de, also eine Verballhornung vom Our UF Code Projekt. Und da reden wir über die ganzen Einstiegshürden, die es so gibt und wie man an die ganze Thematik herangehen kann, welche Probleme wir alle haben, dass das normal ist, dass das am Anfang nicht leicht ist, dass man aber das absolut schaffen kann. Und da möchte ich noch gleich anknüpfen. Es gibt in Wien auch Podcast-Meetups, wo wir uns circa alle 2 Monate treffen, organisiert vom Stefan. Und ich finde, es ist eine recht gemütliche Community, die sich dort eingefunden hat. Und wir treffen uns alle 2 Monate, um ein bisschen auch die Wiener Podcasting-Szene auch Leben zu erhalten oder untereinander ein bisschen zu vernetzen. Webseite dazu ist podcasterei.at. Podcasterei.at. Ich danke euch und wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Hallo. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.